Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank, ein Wemo 85F. Wemo 85F. Diesen Kühlschrank haben wir normalerweise gar nicht lieferbar. Und zwar ist das der Wemo 85N ohne Eisfach. Also wir haben einen durchgehenden Cooler. Also kein Eisfach, dafür einfach ein bisschen mehr Platz im Kühlschrank. Bei uns ist die Diskussion, wir brauchen zu wenig, dass wir den am Lager führen. Wir machen den auf Bestellung, circa einen Monat Lieferfrist. Wir können auch hier die Türe wieder links, rechts haben, umwandeln. Die Kühlmaschine sitzt hier unten drin. Wir haben hier die Kühlmaschine, ein Seckop-Kompressor BD35 mit Kondensator. Das Tank sitzt hier so hinten dran, also nichts Besonderes. Und wir haben hier so eine kleine Gemüseschale. Dahinter sitzt der Thermostat. Hier ist ein mechanischer Thermostat verbaut. Wir haben als Option in diesem Kühlschrank noch ein Digitalthermostat. Das ist solch ein Thermostaten, den wir lose mit dem Kabel liefern. Dann ist dieser Knopf weg. Man kann hier unten nichts mehr verstellen, aber hier sehe ich die Temperatur und ich kann die gradgenau einstellen. Das ist eine Option, kostet 120 Franken Euro mehr. Weitere Option an diesem Kühlschrank ist eine Vorhangschaltung für 230 Volt. Das heißt, Standard ist 12 oder 24 Volt. Und als Option können wir 230 Volt Vorhang anschließen. Brauchen wir sehr viel in Booten. Boote, die wirklich wochenlang im Hafen liegen, immer am Landstrom. Und so können wir 220 anschließen, den Hauptschalter auf dem Boot raus. Der Kühlschrank läuft weiter. Wenn wir rausfahren, 12 Volt einstecken, einschalten, 220 Volt rausziehen, dann schaltet er um auf 12 Volt. Wenn wir wieder in den Hafen kommen oder auf dem Gästeliegeplatz, 230 Volt einstecken, er läuft vorrangig auf 230 Volt. Und dann, wenn der Nachbar einen Stecker rauszieht nachts oder Sicherung ausfällt in der Hafenanlage, schaltet er automatisch wieder zurück auf 12 Volt. Das ist eine Option, die kostet auch 120 Schweizer Franken oder Euro. Eben, dieser Kühlschrank ist ohne Eisfach. Ich verlinke hier oben den 85N. Das ist die Alternative mit Eisfach. Und wir ersetzen mit diesen beiden Kühlschränken die Dometic-Kühlschränke RM5380 und RMV5305. Ich wünsche euch einen schönen Tag.